Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Vampire die Maskerade Redemption in der 14. Aufnahmesession in New York. Wir gehen jetzt gemeinsam raus und ja, ihr seht richtig, ich habe meine Vampire, unsere Gruppe ein bisschen aufgefüllt. Wir haben jetzt auf jeden Fall das gefunden, was wir gesucht haben. Und ja, wir werden jetzt weiter voranschreiten, indem wir erstmal zu Death Null zurückkehren. Es hat sich übrigens auch ein bisschen was getan. Ich nehme das an dem Wochenende auf, an dem eigentlich meine Freundin zu mir kommen sollte. Leider ist aus der Verabredung nichts geworden, was meine Schuld ist, mehr oder weniger. Da ich nämlich mehr oder weniger nicht daran gedacht habe, dass ich an dem Freitag davor Spätschicht habe. Bis 21.15 Uhr und das wäre ja dann alles ein bisschen zu spät geworden und ja. Ist leider nichts geworden. Irgendwann wird es aber hoffentlich nochmal was. Und, ja. Wir gehen jetzt in die Wohnung des Hackers. Mit dieser total entspannenden Musik. Hey, Death Null. Hast du's? Ich bin nicht Death Null. Ich bin ein Panther, der sich anschleicht. Ein pirschender Dachs. Und jetzt... Gib mir etwas mehr Omnimacht. Öffne die Anomaliekupplungen. Füge eine Prise Hexenhasel hinzu. Etwas Ammoniak für den Geschmack. Ah, Death. Hey, komm zurück ins reale Leben. Reales Leben? Renates Leben? Ich mag kein reales Leben. Was auch immer es ist, ich habe es geopfert. Auf dem Altar meiner Abgehobenheit. Oder opferte ich Renates Leben? Oder das ihrer Schwester? Ich weiß nicht mehr. Ich bring ihn um. Alles umsonst. Es war nur ein blöder Streich. Ich reiß ihm den verdammten Kopf ab. Du wirst erstmal mich überwinden müssen, du Opfer der Mode der 80er. Haltet ein. Death Null, wollt ihr uns die Codes aus dem FBI-Zentralcomputer geben? Okay. BV72. Na hier, ich druck's einfach aus. Ich danke euch, ehrwürdiger Malkavianer. Ich stehe in eurer Schuld. Ich nicht! Wir wissen nicht, ob diese Codes in Giovannis Lagerhaus funktionieren. Der Spinner schickt uns geradewegs in eine Falle. Wo wir eben von Fallen sprechen. Ich habe auch Willi eine E-Mail geschickt und ihm eine pinkfarbene, flauschige Überraschung versprochen. Lügen haben kurze Beine. Was? Was für eine Falle? Was für eine Überraschung? Mal sehen. Wo war ich? Kaschmir-Wetterdaten verschmolzen mit der Bibliothek von Alexandria. Ich fügte einen Besuch von Gottes Pferden hinzu und setze noch ein paar Amethysten ein. Rede Klartext! Ich lass mich von dir nicht länger verarschen! Ach ja? Autsch! Ich hasse Malkavianer! Irgendwie ist er charmant. Auf eine paradoxe Art und Weise. Wenn das eine Falle ist, spalte ich dir deinen Kopf in zwei Hälften, verdammter Irrer! Oh Maya, das ist nicht schwer. Ich bin jetzt schon ganz kaffiert, verwirrt. Ich danke euch für eure Hilfe, edler Irrgänger. Lebt wohl, Death Null. Huh! Ja, sehr schön. Benutzen Sie die Zugangscodes, um in das Lagerhaus zu gelangen. Okay. Nächste Stufe ist also das Lagerhaus. Wie sieht das mit unseren Inventaren aus? Wir haben bestimmt noch das eine oder andere. Oh ja, wir haben noch einiges, was wir verkaufen können. Verkaufen können, dürfen, sollen, müssen, etc. und so weiter, bla bla. So. Die Vitae gehen erstmal zu Christoph. Der bringt sie nämlich gleich erstmal in seiner Truhe unter, wo sie dann auch in Sicherheit sind. Denn ich bin mir sicher, die werden wir noch gebrauchen. Ernsthaft, ich werde jetzt angeschrieben. Ich habe vergessen, mein Handy auf beschäftigt zu stellen. Scheiße. Warte mal kurz. Kleinen Moment bitte. Kleiner Fail meinerseits. Scheiße. Fuck. Moment. Normalerweise denke ich immer dran, aber heute habe ich das vergessen. War so oder heiß, darauf wieder aufzunehmen. So. Jetzt habe ich auch noch was im Auge. Was ist heute los hier? Was ist da los? So, weiter geht's. Sorry für die kurze Unterbrechung. So. Okay, das haben wir schon mal. Ach, guck mal, hier haben wir noch den Elektroschocker. Den können wir gleich mal rausnehmen.
Monokel der Klarheit. Chef, die Vampire sind ja keine Menschen. Kann ich dir das mal geben? Ah ne, du brauchst es ja hierfür, ne? Für die Gopf. Du brauchst es für die Gopf. Genau, so war das. Aber ich glaube, das reicht auch erstmal so. Wir gehen jetzt erstmal raus. Wir müssen erstmal unsere Waffen eigentlich loswerden, genau. Wir sind nur unsere Schmuckstücke, sag ich mal so, losgeworden, aber nicht unsere Waffen. Die werden wir ja hier los. Hier ist ja die Waffenzuflucht. Ne? Ganz. Steht auch ganz extravagant. Bei Hank Winchester. Hey, schau mal her. Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Nein, habe ich noch nicht, du. Danke, dass du mir das zeigst, Junge. So, die Lumpen kannst du auch haben. Kettensäge. Ist das Sturmgewehr? Genau, das Sturmgewehr ist verbessert. Das bringt mir auch nochmal in Sicherheit. Pistole mit Vorrichtung. Ich glaube, die behalte ich auch mal. Aber die anderen beiden Pistolen, die können wir ruhig verscheuern. Genauso wie die Elektroschocker, die brauchen wir nicht. So, die Flammenwerfer, die ja richtig gutes Geld bringen. Ne? So, den Revolver. Die Pistole und das Sturmgewehr behalten wir mal. Und dann gucken wir jetzt mal, was wir so Schönes kriegen können. Nee. Hautenge Rüstung. Die ist echt schon gut. Die hautenge Rüstung. Die ist auch ziemlich teuer. Wie man sieht. Du kriegst keine. Du hast nämlich die kugelsichere Weste. Das muss reichen. Hautenge Rüstung. Wer bezahlt am wenigsten? Ihr beiden. Gut. Dann kauf du sie, Christoph. Gut. Truppenhelm. 10 tödlich und 15 auf Schlag. Okay. Schutzschild. Tödlich 30, Schlag 60, schwer heilbar 20. Haben wir auch. Okay. Weiße Phosphorgranate, Motorradhelm. Also die Helme haben sich nicht wirklich geändert. Das ist Sprengstoff. MG-Patron. Okay. Die gibt es also auch noch. MG-Patron. Die werde ich vielleicht später noch brauchen. Mal gucken. Moment. Ist das ein Einhänder? Ich hoffe echt inständig, dass das mach's ein Einhänder gut. ist. Ja, mach's gut. Mach's besser, Kollege. Hey! Gib mir die Waffe. Gib sie mir. Ja, geil. So, können wir den anderen... Ne, du brauchst keine. Du hast deine Geschichte. Säbel aus Rheinmetall macht auch 45 Schaden. Das ist gar nicht schlecht. Nehmen wir auch mal mit für sie. Ne? Weil man muss ja nicht ewig mit Macheten rumlaufen. Immer schön stärker werden. Das ist nie verkehrt. Großschwert. Ja, nee, das ist ja zweihändig. Nee, nee. Das mach's ist okay gut. So. Ja, mach's gut. So. Wir statten ihn erstmal um. Sie kriegt endlich eine vernünftige Waffe, nämlich ein Säbel aus Rheinmetall. Und unser Kollege hier kriegt ein Schwert aus Rheinmetall. Jawohl. Geil. Keine Macheten mehr. Hey! Ist das geil oder was? Ach, komm schon. Achso, er hat ja auch noch seine Sachen. Seine Lederjacke, ne? Warte mal kurz. Am besten wäre es, wenn du sie einfach mal Christoph gibst. Hey, schau mal her. Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Nee, hab ich noch nicht, du. Mach's gut. Ja, du auch. Mach's besser. Sorry, musste einfach mal sein. So, dann gehen wir erst nochmal in die Wohnung. Ich weiß, warum tust du das? Weil ich ja jetzt zwei modifizierte Waffen habe. Die würde ich ganz gerne einlagern, weil die modifizierten Waffen sind ja logischerweise besser als die normalen. So, der kriegt nichts, außer einen Tritt. Lilly, bring die mal bei dir im Moment. Das Sturmgewehr hast du ja, ne? Das normale, genau. Dann tauschen wir das mal. So. Lilly kriegt das ausgestattet, das können wir dann beim nächsten Mal verscheuern, aber Lilly kriegt die Pistole. So. Und dann werde ich schon mal die Patronen, die wir hier haben, werde ich schon mal allesamt rüberschicken zu Lilly und die gehen dann erstmal rein in die Truhe. Die kann sie ja dann sonst später gebrauchen, dann denke ich mal. So. Ich denke mal, bei Christoph werde ich tatsächlich auf Nahkampf bleiben.
denke ich mal, weil das ist eben halt seine Königsdisziplin quasi. Der Nahkampf. Ne? Als ehemaliger Kreuzritter. Ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Lagerhaus der Giovanni. Das müsste ja sogar hier sein, tatsächlich. Das ist ja gar nicht so weit weg von uns. Obdachlose Frau. Ja, von der kriegen wir ja nichts raus. Oder? Unsere Zeit ist vorbei. Unsere Zeit ist um. Nun herrscht seine Zeit. Genau. Die scheint genauso wie die andere Tosnella damals in Prag unter dem Einfluss von Vukotlak zu stehen, würde ich vermuten. Weil die hat ja damals auch ähnlichen Dünnpfiff von sich gegeben. Lagerhaus der Giovanni. Der verrückte Malkavianer hat sein Wort gehalten. Welches Wort? Hat ja eh kein einziges Sinn gemacht. Will ich mal was trinken, dann geht das nicht. Was? Ach ja, die haben ja die Fähigkeiten der Kabadozianer. Genau. Die können also Todesalter darauf beschwören. Na, herzlichen Glückwunsch. Und kotzen können die auch noch. Na super. Was? Alter. Verspüren Mangel an der verrückte Malkav. Das waren zwei Malkavianer. Zwei Giovanni. Und die hauen mal eben uns um, Alter. Was ist denn da los? Was ist da los, Freunde? Die hätten keine Todesalps beschwören dürfen. Das war der Fehler. Todesalp müsste sich doch eigentlich auflösen, oder nicht? Meine ich doch. Kann ich auch mal Blitze heraufbeschwören? Komm her. Geil. Es macht ja schon einen irgendwo Freude, wenn man endlich mal selber Blitze heraufbeschwören kann. Ne? Schon was Geiles. Muss man ja schon sagen, ne? So, und den saugen wir jetzt auch schön leer. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass Serena nicht mehr unter den Lebenden weilt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil es wurde ja gesagt, dass der Clan der Kabadozianer zerschlagen wurde. Und auch der Älteste von denen selber ist nicht mehr am Leben. Also ich denke mal, das Thema ist vom Tisch. Bleib stehen, du Penner! Lilly bräuchte übrigens mal Blut. Nein. Du solltest von ihm trinken. Alter Schwede. Haut ihn doch um. Ist doch nicht schwer. So. Vor allen Dingen, Giovanni verfällt in Raserei. Ist klar. Aber stimmt, die haben ja die Fähigkeiten des kompletten Clans übernommen. Also auch deren Nachteile. Also auch die Raserei mit. So, hier haben wir Revolvermagazin. So, was gibt es hier noch Feines, was wir eventuell mitnehmen können? Kein Gegner, okay. Schade, ich dachte, da wäre vielleicht noch was Schönes für uns. Was zum Spielen und Schokolade, ne? Ihr wisst Bescheid. Ist hier noch was? Ah, ich kann nicht wirklich sehen, was da los ist. Ich warte. Ich gehe nirgendwo hin. Warte. Koterie, halt! Ich ziehe mich zurück. Hui! Woher kam auf einmal diese Lecks im Ton? Ich hoffe, ihr habt die nicht gehört. Och, Pink. Du kriegst ja gar nichts hin hier. Du doof zum Kacken hier, oder was? Ah, komm her, Süßer. Ja, alles klar, Lars. Es geht mir gut, Freunde. Es geht mir gut. Alles gut. Los, komm her. Komm zu Papa, Kleiner. So. Und der wird jetzt schön leer gesaugt.
Töte, mein Mädchen, töte. So kann man Gegner auch ausschalten. Einfach mal gekonnt, so zack, rangenommen und weg mit der Sau. Dauert natürlich seine Zeit, bis sie fertig ist, aber hey, was soll's? Wenn sie dafür voll ist, ist es mir durchaus wert. Gut, anderes Problem. Da war doch noch einer. So, der ist weg vom Fenster. Da schnappen wir uns gleich mal. So, Pink, jetzt bist du dran. Du darfst ausnahmsweise auch mal was trinken. Wow, seht euch die vielen Päckchen mit Age an. Das muss halt New York versorgen. Oder eine Hollywood-Party. Was ist dieses Age? Ich weiß nicht, wie ich es jemandem erklären soll, der geboren wurde, bevor es in Europa Zigaretten gab. Sieh es einfach als Gift an. Das mischen sich die Saftsäcke in ihr Blut, um sich so mächtig zu fühlen wie ein Kainit. Dann ist es viel wahr, der Stoff der Verdammnis. So, jetzt sind wir alle hier. Super. Ach, da ist der Penner. Och, nö. Oh, ist das, das ist so scheiße. Ich glaub das nicht. Bin schon unterwegs. Warum haben die mich da hingestopft, die blöden Penner? Was soll das? Mann, ich wollte das richtig schön taktisch angehen. Ja, scheiße war's, ey. Lässt der Penner mich nicht. Arschloch. Klasse, jetzt hat meine Gruppe schon wieder so sehr auf die Fresse gekriegt. Was soll denn das? Mann. Jetzt kommt für jeden Scheiß hier eine Cutscene oder was? Was soll denn das? Das muss doch nicht sein. So, schnapp es dir. Jetzt fange ich schon wieder an zu schwitzen. Mann, das will ich nicht. Ich will nicht schwitzen. Dabei ist es noch nicht mal warm. Es regnet draußen. Aber wahrscheinlich, weil ich mich schon wieder im geistig hoch fahre. Wie immer. Ne, ich fahre mich hier immer recht schnell hoch, wie ihr ja wisst. Super, ich krieg Lumpen. Klasse, was soll ich denn bitte mit Lumpen? Ich soll mich nicht lumpen lassen. Aha, ja. Zugegeben, es gab schon bessere Witze von mir. Ich dachte, da steht jetzt der nächste Gegner direkt. Ja, und jetzt? Ich komme hier nicht durch. Ach so. Der feine Herr hat also einen Hinterausgang benutzt. Mhm. Oh, kleine feige Ratte von Giovanni.